Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video 124. Meine Videos werden jeden Freitag um 16 Uhr hochgeladen, so also auch heute. Und heute habe ich wieder mal ein bestimmtes Thema, und zwar das Thema lautet, wie soll ich es denn jetzt mal sagen, ruckelfreies Fahren. Ruckelfreies Fahren habe ich ja schon öfters behandelt, aber hier geht es nicht nur um das ruckelfreie Fahren als solches, sondern auch speziell um eine Weiche. Was ich euch jetzt hier zeige, ist, was ich neulich meine gesamten Gleise reinigen durfte oder konnte oder musste oder wie auch immer ich das sagen will. Und während ich das gemacht habe, ich zeige euch mal noch ein paar Bilder jetzt hier, wie dreckig tatsächlich meine Gleise waren in letzter Zeit. Wenn man das jetzt mal so sieht, was nach dem Putzen, wie blank das wird und wie gelblich die Gleise eigentlich wirken, was wir kurz davor gesehen haben, das war tatsächlich Gleise, die ich gealtert hatte, aber die ich noch nie danach geputzt habe. Das heißt, da war tatsächlich die Farbe vom Alter noch auf dem Schienen oben drauf, und das habe ich weggeputzt. Deswegen war das so extrem von braun ins Silber rein. Während hier bei dem Hauptmodul, was wir hier gerade sehen, da sind tatsächlich, das sieht wie vergilbt aus, als wenn ich ein Kettenraucher wäre, was ich gar nicht bin, weil ich gar nicht rauche. Aber ist ohne Quatsch jetzt, die sind wirklich dreckig. Also ich habe durch das viele Bauen in letzter Zeit, habe ich so viel Dreck fabriziert, dass die Gleise schmutzig waren. Und was mache ich jetzt hier? Ich habe wieder mal beim Reinigen die ganze Anlage, ich kann es echt sagen, die läuft perfekt zurzeit, außer einer Stelle. Und zwar die Weiche, die wir hier im Hintergrund sehen. Ich hatte schon mal ein ähnliches Video mit dem Modul, wo ich ein ähnliches Problem hatte. Aber ich möchte es jetzt hier noch mal ein bisschen detaillierter zeigen. Und zwar habe ich eben durchgemessen, vielleicht hat man es gehört neben meiner ganzen Laberei, diese Weichenzunge hier, also oberhalb des Stiftes, also die unter, von hier aus gesehen, unten liegende Weichenzunge, hat keinen Strom abbekommen. Das heißt, ich habe mich immer gewundert, meine V200, die einen schönen langen Radstand hat, blieb auf dieser Weiche permanent stehen und fuhr da einfach nicht weiter. Sehr, sehr ungewöhnlich. Kannte ich bis dato immer nur von kleineren Loks, Dampfloks oder meinen 212 oder irgendwas in der Art. Die V200, die ist noch nirgendwo stehen geblieben, aber an dieser Weiche. Das Hauptproblem, warum das an der Weichenzunge der Strom fehlte bei mir, liegt tatsächlich am Altern. Ich weiß, viele von euch haben sehr, sehr schöne Anlagen, haben aber zum Beispiel ihre Gleise nicht wirklich gealtert. Die sind also, sehen aus ein bisschen wie ladenneu, was ich immer ein bisschen schade finde, aber alles Geschmackssache. Ich mag es ganz gerne, wenn das alles wirklich schön alt aussieht, benutzt aussieht und nicht so glänzend, aber das ist, wie gesagt, alles Geschmackssache. Und der Nachteil ist natürlich, deswegen werden es wahrscheinlich viele nicht machen, dass die Weiche da rechts von hier aus gesehen an der Spitze die Spannung oder den Strom schlecht oder gar nicht mehr übertragen kann. Eigentlich wird es auch oben über das Gelenk, wo die Weichenzunge drin hängt, übertragen, aber auch da ist zurzeit kein Strom. Also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir jetzt hier so kleine Kupferlitzen gesucht und habe von dort mir tatsächlich nur so ein kleines Litzchen, Drähtchen rausgezupft. Ich habe es nicht gemessen, wie klein es ist. Das sieht aus wie dünn wie ein Haar. Deswegen habe ich es hier mal versucht, so ein bisschen rüberzubringen. Aber ich denke mal, man sieht es ganz gut da unten. Und löte im Grunde genommen jetzt dieses Drähtchen zwischen dem, ja, fast Herzstück der Weiche oder von dem Stückchen Gleis, was zum Herzstück führt, und der Weichenzunge rüber. Ihr seht schon, dass selbst meine kleine Pinzette das kaum halten kann. Er kriegt das wirklich kaum vorne in die Spitze rein. Er verliert es immer wieder. Jetzt musste ich also mit dem Finger jetzt drauf tippen, und etwas weiter oben hat er es übernommen, weil ich kann das tatsächlich an der Stelle nicht mit den Fingern festhalten beim Löten, nicht weil es heiß wird. Nein, weil man es einfach nicht hinkriegt. Man erreicht tatsächlich die Stelle nicht, wo man da hin will. Und ja, wie gesagt, das habe ich vorher das Ganze mit Lötwasser. Auch viele, weiß ich, hier machen Lötfett, oder da gibt es verschiedene Theorien. Jeder hat also sein Favorit gefunden, seine Favoriten, wie er das am liebsten machen möchte, wie er es am liebsten da vorbereitet. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Lötwasser gemacht. Ich habe das ja sogar vorhin genommen, um die Farbe ein bisschen mit wegzubrennen. Ob es jetzt tatsächlich funktioniert hat, kann ich aber schlecht sagen, weil, okay, ich habe das Lötchen auftragen können. Es hat ganz gut gepasst. Und löte das jetzt praktisch da rechts und links über dieses Gelenk drüber. Es funktioniert recht gut. Es ist ein bisschen fummelig. Und wenn man jetzt mal überlegt, was ihr ja nicht sehen könnt, dass ich mit ausgestreckten Armen das
machen muss. Also ich komme da nicht tatsächlich hin. Ich habe das wirklich sehr, sehr weit. Ich brauchte mich an dieser Stelle zum Glück nicht auf meinen Hocker zu stellen, um da hinzukommen. Aber ich musste tatsächlich die Arme komplett ausstrecken. Ich kam da sonst gar nicht hin und musste mich auch noch über das Modul ein bisschen lehnen. Das ist relativ weit weg. Und dadurch hat man wirklich ja sehr zitterige Fingerchen dabei irgendwo, um das irgendwo hinzukriegen. Und was ich jetzt hier mache, ist im Grunde genommen, dass ich versuche, diesen Lötzinnklumpen, ich sag's mal so, flach zu kriegen. Ich möchte es ja später nicht mehr sehen. Ich möchte ja nicht sagen, oh, da habe ich ein Drähtchen zwischengelötet, sondern ich will es einfach nicht mehr sehen. Und deswegen versuche ich das auch hier noch mit dem Messer, während ich das erhitze, abzustreifen. Das heißt, dass ich wirklich nur so viel Lötzinn dran habe, was ich tatsächlich auch dafür benötige. Macht sich wirklich schwer. Machst du das zu viel, dann geht es wieder ab. Machst es zu wenig, hast einen Buckel drauf. Und jetzt schneide ich das sogar noch vorne mit dem Messer. Das ist eine frische Klinge auch drin. Schneide ich das weiche Lötzinn ab. Kann man an dieser Stelle ruhig machen, da ja die Wagen und die Loks sich an der Innenseite des Gleises orientieren, nicht an der Außenseite. Deswegen kann man der Außenseite relativ frei irgendwo arbeiten und machen. Und und jetzt schleife ich das Ganze mit Tausender, Viertausender und zum Schluss auch noch mit Sechstausender Schleifpapier ab. Was ich jetzt mache, finde ich bald fast noch am wichtigsten mit. Natürlich ist das wichtig, das Drähtchen da einzulöten. Darum ging es ja irgendwo. Aber obendrauf möchte ich keinen Buckel haben. Das soll ja über eine Weiche relativ leicht drüber fahren. Jetzt habe ich natürlich vorne das Gleis ein bisschen mit erwischt. Das passiert eben durch die ausgestreckten Arme. Jetzt knipse ich noch den Draht da weg. Und jetzt mache ich das vorne wieder ein bisschen sauber. Kriegt man recht gut hin, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt immer so ranzoome oder reinzoome, darf man ja nicht vergessen, es ist Spur N. Es ist wirklich so schmal und so klein. Aber es hat recht gut funktioniert, wenn man das jetzt so sieht. Und wenn man jetzt immer noch die Buckel so ein bisschen sieht, liegt das wirklich daran, dass ich wirklich so dicht rangehe teilweise. Und es hat sich gut gemacht. Jetzt teste ich die Weiche noch. Ihr seht, sie funktioniert noch. Mein Vorteil, den ich ja immer habe, ist, dass ich ja meine Weichen mit Federdrähten komplett antreibe und die ja teilweise bis zu 40, 50 Zentimeter lang sind. Das heißt, die können sich ineinander verdrehen. Und ich kann die Weiche komplett oben beim Putzen, macht das überhaupt nichts, wenn ich die bewege, passiert gar nichts bei der Federdraht nach unten, da gibt da einfach ein bisschen nach. Was ich jetzt mache, ist das Nachmessen, hat denn jetzt tatsächlich die Weichenzunge den Strom? Ich halte mal kurz die Klappe, dass wir das mal vielleicht ganz gut hören können jetzt hier. Ich denke, man konnte es hören, die Weichenzunge hat jetzt wieder kompletten Strom durch. Es hat sich tatsächlich nur um die vordere gehandelt. Ich mache also nicht prophylaktisch, da ich sage, ich mache jetzt alle Weichen, weil ich sie altern will, mit diesen Drähtchen im Vorfeld schon. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte tatsächlich das nur machen, wenn es nicht funktioniert, so wie es hier der Fall war. Und das Ergebnis hat jetzt schon für sich gesprochen. Die Lok ist ganz sauber drüber gefahren, es funktioniert. Und jetzt möchte ich natürlich das Ganze wieder unkenntlich machen. Ich habe ja meine, ich will nicht sagen berühmte Farbmischung. Für mich ist es schon berühmt. Ich habe mir einmal vor, weiß ich gar nicht, anderthalb, zwei Jahren, habe ich mir meine Farbmischung fertig gemacht für meine Gleise, dass die genauso aussehen, wie sie da aussehen. Hier vorne ist das so ein bisschen ölig, da hinten ist ein bisschen trockener oder ein bisschen wie auch immer. Also ich sehe zu, dass die Gleise immer irgendwo ein bisschen anders aussehen. Deswegen habe ich die Farbe auch so gemischt, dass die Komponenten sich nicht wirklich 100% verbinden da drin, dass es mal dunkler und mal heller wird. Deswegen habe ich das so gewählt. Was ich jetzt noch mache, ist jetzt, das kennt ihr alle, mit SR24 die Gleise nochmal nachreinigen. Das heißt, ich muss den Schleifstaub abmachen, ich muss das alles ein bisschen wieder abwischen. Und ich habe ja auch mit dem Schmirgelpapier gearbeitet und versuche das jetzt ein kleines bisschen irgendwo damit noch in Ordnung zu bringen. Ganz zum Schluss wird es noch versiegelt, aber wirklich nur mit ganz, ganz wenig ATF. Und das ATF, das kennt ihr alle, oder weiß nicht, ob es alle kennen, also ich gehe mal davon aus, das versiegelt sozusagen die Gleise und macht das alles schön in Ordnung und dann kann das eben wunderbar wieder funktionieren. Wir haben gesehen, ich habe gerade mal das Gleis noch, die Weichen noch mal getestet, ob sie schaltet, wischt das alles noch mal drüber. Der einzige Faktor, den ich jetzt immer noch hätte, sind tatsächlich meine Loks und Wagen, wo ich die Räder und die Räder gar nicht geputzt habe noch. Das kommt alles noch in den nächsten Wochen, dass ich mir alles einzeln vornehme. Jetzt sehen wir es hier schon, jetzt fährt die Lok
lockt da wunderbar nach rechts. Jetzt schalte ich die Weiche um. Oder schalte ich sie ja gar nicht um? Nee, das kommt erst im Folgenden. Ja, nee, entschuldigt, ich bin ein bisschen jetzt in der falschen Position im Video. Ich weiß nur, dass ich es gemacht habe. Wahrscheinlich kommt es jetzt. Aber wir sehen, wie schön sauber das da drüber läuft. Das ist mir ja das Wichtige dabei, dass das eben alles in Ruhe, ohne irgendwelche, na los, jetzt schalt doch mal um, Uli. Dass das eben, jetzt habe ich umgeschaltet und jetzt fahre ich auch nach vorne links weg. Funktioniert also auch ganz, ganz hervorragend. Und das war, was ich euch heute mal zeigen wollte, dass das tatsächlich funktioniert. Ich weiß, im letzten Video haben auch schon einige von euch da mal einen Kommentar zugeschrieben, dass sie das auch schon gemacht haben. Andere sagen, um Gottes Willen bloß nicht. Mach lieber eine neue Weiche rein oder mal sie gar nicht an oder wie auch immer. Und hier sehen wir übrigens nochmal die Gleise, die ich vorhin ansprach. Die wurden gealtert und da sind tatsächlich die Schienen von oben noch komplett mit Farbe. Deswegen sieht das wirklich ein bisschen krass hier aus in dem Ganzen. Ich würde sagen, das war's für die Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Freitag 16 Uhr bin ich wieder für euch da. Dann sage ich, macht's schön gut. Tschüss, euer Uli aka Aquapainter. Viel Spaß noch und eine schöne Woche. Tschüss.